Jo, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Nachdem man ein Bild davon bekommt, was ich so verginge mit meinem Unternehmen, weil ich habe alle Unternehmen und nachher mal gehen guckt, was ich damit verginge habe, was ich damit an Geld gemacht habe, kann ich euch eigentlich mal, habe ich mir gedacht, kann ich euch mal, was ich so verginge habe mit meinem Unternehmen, die ich begrüße. Ich habe alle Unternehmen, von daher, ich habe euch gedacht, alle. Und da geht er gegen auch, womit man am meisten Geld machen kann und Pipapo und Kohoho. Ich halte euch jetzt einfach nur mal, wo ich jetzt gut Geld verdient habe mit und ja. Fangen wir mal an mit dem Mokoya Group Unternehmen. Können wir jetzt alle von hier auch machen, kommen ne? Und dann gucken wir mal, Mokoya Group Unternehmen, noch geht. Fangen wir auch mal hier mit gegen, glaube, Meflabor hier oder was ist ja, keine Ahnung. Jedenfalls fangen wir gerade mal hier mit an, Leute. Geht ja um Überwachungsrechte, also von daher. Ja, fangen wir gar damit habe ich vergeben, Leute. Um gehe ich auch nochmal Überwachungsrechte, also von daher, Leute, könnt ihr erlegen, aber ich nicht immer gang. So, damit habe ich vergeben, wir gehen, wir kommen gar wieder Kochen abgebucht. Damit habe ich schon. Ach, ich krieg hier über 1 Million, ich krieg ja. So ungefähr vergeben. Jedenfalls, Leute, ich könnt ihr Einnahmen hier vergeben und kann nehmen hier. Was ist das nochmal? Ich kann euch gelegen. Manchmal vergehe ich die Zahlen auch und deshalb gebe ich das mal kurz ein. Und dann gucken wir mal, was ich hier so vergehen habe, liebe Freunde. Liebe Freunde der Leistung und Gehaltung. Weil manche Sachen bin gut Geld, manche Sachen nicht, Leute. Und wir wollen mal gucken, ob ich das Unternehmen hier gelohnt hat oder ob ich gar noch. Lieber Leute, lach die Finger davon. Also, so viel Geld hat dann damit noch nicht vergeben, muss ich sagen. Hier gegen Krug, damit kann ich noch nicht so viel vergeben. Und, ja. Ist nicht so gut, muss ich sagen. Ist wirklich nicht so gut. Ja. Weg. Weg, muss ich sagen. So, nicht Unternehmen ist das hier. Wir gucken uns hier Unternehmen an, hier geht auch, wo oben wir kalt, kommt Pipapo. So, da habe ich jetzt 700 Kauen gar mal vergeben, wo ich gar noch ziemlich wenig lohnt ich nicht, Leute. Wie ihr jetzt auch gehen guckt, die Mokoya Group Unternehmen lohnt ich nicht. Weil viele sagen immer, oh, lohnt ich mega viel Geld. Nein. Ihr geht ja hier gucken. 700 Kauen, auch kommen wieder von Mokoya Group. Und hier oben geht ja auch wieder Unternehmen. Also, echt lohnt ich alles nicht, Leute. Mokoya Group Unternehmen können kaum vergessen. Man vergibt nicht viel. Das ist die Geldfächerei. Ja, 900 Kauken, naja, auch nicht so viel, muss ich sagen. Also das lohnt sich einfach nicht. So, hier 500 Kauken, Dokumentenfalkerei, 500 Kauken, habe ich gar mit Kumpf vergeben. Gar nicht, wollte ja Augen machen. Also ja, mit gegen Unternehmen hier habe ich, also mit der Geldfächerei 500 Kauken vergeben, ist nicht viel. Jetzt kommen wir mal kurz nach Gop. Und da wollt ihr Augen machen, was ich gar mit Kumpf vergehen habe. Ja, ihr geht richtig. Ich habe mit dem Nachgob. Mit dem Nachgob. 28 Millionen Kumpf vergehen sollte. Ich habe mit dem Nachgob 28 Millionen vergehen. Also, was lohnt ich? Natürlich der Nachgob, Leute. 28 Millionen habe ich gar mit Kumpf vergehen. Einnahmen. Gesamteinnahmen von Nachgob. 28 Millionen habe ich gar mit Kumpf vergehen. Und deshalb kann ich mir natürlich auch viele Autos leisten. Weil ich jetzt immer viele Fahrgolden. Warum kann ich so gute Autos und alles leisten? Ja, Leute, ihr müsst im Unternehmen euch kaufen. Ihr geht ja hier, ich habe 28 Millionen mit dem Nachtkopf verdient. Und gucken wir mal, es kann kommen wieder Geld. Ja, ich krieg noch nicht so viel Geld, 100 Euro, gleich ich kaufen. Ja, geht. Aber naja. 28 Millionen habe ich mit dem Nachtkopf verdient. Aber es wird noch besser. So, also der Nachgob ist ein Highlight, muss ich sagen. Dann kommt Jerke. Der Nachgob ist von Mokoya Group nicht, aber. Doch, Kim. 28 Millionen kommen mit dem Nachgob vergehen. Ich kann euch hier über die Gesamteinnahmen, weil ich euch überall vergehen kann. Mit, dann kommt Jerke Bunker, da habe ich auch schon gut vergehen. Mit dem Bunker habe ich schon geilen 20 Millionen vergehen. Natürlich ist das weniger als mit dem Nachgob, aber mit dem Bunker habe ich schon geilen 20 Millionen vergehen. Und geilen 20 Millionen, Leute, habe ich schon mit dem Bunker verdient. Also lohnt sich der Bunker, meiner Meinung nach, ja. Der Bunker lohnt sich natürlich und ich habe im Bunker kommen wieder, der Bunker ist voll. Und ich kann euch ja mal keinen machen, vor dem Bunker bekommt, wenn der Bunker voll ist. So.
Ihr könnt euch jetzt hier verkaufen, Biker weg. Da gebe ich gegen 1.050.000 mehr Bunker Feuer, wenn ihr euch Biker weg verkauft. Wenn ihr in der Nähe verkauft, bekommt ihr nur 700.000. Also ich verkaufe natürlich immer Biker weg. Jo, das gibt es bei dem Bunker und das lohnt sich richtig. Guck mal, geil fang ich Millionen, Leute, habe ich mit dem Bunker kaum verdient. Alleine mit dem Bunker kaum geil fang ich Millionen, habe ich gar nicht kaum verdient. Also Leute, ich wirklich der Hammer, muss ich sagen. Mein Unternehmen lohnt sich, wie er gegen guckt. Also, jetzt muss ich mich, denke ich mal, gleich, ja, ich muss mich jetzt als CEO anmelden, um euch die anderen Unternehmen noch gucken, wie Alkohangel, Kirchenlagerhauch und, ja. So, dann gucke ich mich mal abmelden und melde mich mal als CEO an. Und dann kann ich euch mal, was ich vor vergehen habe mit meinem Kirchenlagerhauch. Und was ich vergehen habe mit meinem Alkohollagerhauch. So, noch geht's. So, jetzt kommen wir mal gegen. Jetzt kommen wir mal kommen mein Hangar, was ich damit verdient habe. Ja, mit dem Hangar muss ich leider sagen, war eigentlich eine Keuchung. Ich habe damit nur 480 Kaugen verdient. Also, der Hangar lohnt ich gar nicht, Leute. Lacht die Finger davon. Ihr habt begeben, was ich damit verdient habe. Also, lohnt ich nicht. Dann kommen wir mal zum Autohangar. Was habe ich denn damit verdient? Forking Millionen. Okay, Leute. Vorige Millionen habe ich mit dem Alkohangel verdient und das ist natürlich ein Highlight. Also ich komme mit dem Geld, also hätte ich nicht erwartet, aber Leute, ich hat sich wirklich gelohnt. Alkohangel muss ich sagen, lohnt sich, weil ihr geht egal, weil ich glaube, ich komme verdient habe mit dem Alkohangel. Und ja, lohnt sich. Einfach nur lohnt wird, muss ich sagen, weil ja, vorige Millionen ist schon gut. Also vorhin, das ist schon mal gut. Und Leute, es lohnt sich. Also ihr geht es gleich auf verdient habe und es lohnt sich. Also Alkohol lohnt sich, wie ihr geht. Dann kommen wir jetzt mal, wo ich mal gar nicht Kirchen. Kirchen, wo ist der Kirche? Kirchen holen wollen wir nicht hier auf. So. Kirchen. Kirchen habe ich natürlich auch schon gut verdient, muss ich ja. Ist noch nicht so viel, aber ich muss gar nicht. Da ich gerade nicht gehäufig mache mit den Kirchen, ist es schon gut, muss ich sagen. Ja. Man kann nicht natürlich gar ein oder andere Auto gar von leisten, muss ich sagen. Und deshalb lohnt sich das für mich auch mit den Kirchenlager auch. Da könnte kann ich euch gar auch empfehlen mit den Kirchenlager auch, weil es lohnt sich. Egal was ich da hab. Also, es ist der Highlight. Also Leute, ihr geht die Unternehmen lohnt sich, manche Unternehmen nicht, manche ja. 8 Millionen Leute habe ich kaum mit dem Kirchenlager Holger verdient. Komm, 8 Millionen habe ich kaum mit dem Kirchenlager Holger verdient. Also Leute, es lohnt sich doch richtig. Also, ich muss sagen, die Unternehmen lohnt sich. Empfehlung von mir, kauft euch den Nachtclub. Ist eine Empfehlung von mir, kauft euch den Nachtclub. Ihr Gegner, weil ich damit kaum verdient habe. 28 Millionen habe ich komplett in der Nachtclub gemacht. Also der Nachtclub lohnt sich richtig, muss ich sagen. Kauft euch gegen. Ich glaube, gestern Woche wäre noch ein Angebot. Und dann habe ich mit dem Bunker. Und mit dem Bunker habe ich 28 Millionen verdient. Also der lohnt sich auch. Also von daher, Leute, die Gachen lohnt sich. Ich habe euch gekalkt, weil ich da verdient habe. Ich kann euch ja mal keinen, was ich hier mit der Spielhalle hier verdient habe. Wo ich mir denken muss, ja, muss mal an anderen PC gehen. Das gehen wir hier nicht. Wo ich mir denken muss, das lohnt sich ja gar nicht mit der Bierhalle. Das ist ja durch Geldverfängung, ever, muss ich sagen. Geld verdienen könnt ihr damit nicht. Natürlich kann gerne Raubüberfälle mit Zonen und alles machen. Casino-Raubüberfall, aber ja, guck mal, was ich gar verdienen habe. Das ist lächerlich. Armgelig und lächerlich, was ich gar verdienen habe. Also, die kann ich vergessen. Wenn ihr Raubüberfälle machen wollt, also einen Casino-Raubüberfall könnt ihr natürlich machen, aber Gonk lohnt sich das eigentlich nicht. Natürlich erst der Casino-Raubüberfall. So, ich habe auch alle Bilder gemacht, wie ihr gehen guckt, also weil ich keinen Bock drauf habe, gleich mal gar kein Video mache, wo ihr alle Bilder machen könnt und go, wenn gar kein Bescheid, dann mache ich es. So. Anki-Gachen habe ich auch fast alle jetzt gekommen von Casino-Raubüberfall und ja. Super, Igi alles, muss ich sagen.
Habe ich auch gemacht, Alter. Fehlt mir nur noch eine Anki-Gare, dann habe ich alle Anki-Garen von Kagino Raupenüberfall. So. Weil ich ehrlich gesagt noch einen Clip geben darf, vielleicht kann ich auch Kagino Raupenüberfälle machen. Goldkick. Nimmt bitte immer die Kolge-Hackerin, weil die bringt euch viel mehr. Also bei Raupenüberfall immer die Kolge-Hackerin nehmen. Auto könnt ihr billig nehmen, das ist egal. Weil Waffen kann auch billig nehmen, manchmal auch einen Keuer nehmen, manchmal auch billig, das muss jeder alleine bringen. Aber ich wollte euch empfehlen, bei Hacker immer die Keuer nehmen. Bei Auge könnt ihr billig nehmen, Auge ist gleich egal, da könnt ihr 5% nehmen. So. Einnahmen habe ich euch alles gezeigt und so. Ich hoffe mal, das Video hat euch gefallen und wir gehen in den nächsten Video, wie was auch immer ich mache und ciao, ciao. Wow, wow.